Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Unpacking bei Lenisphere's Diamonds. Ich habe nach längerem mal wieder bei Diamond Art Gift bestellt, weil ich da einen Stift gesehen habe in einem Unpacking. Und ja, den gab es anscheinend nur da. Weiß ich auch nicht genau, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich habe dann da halt geguckt. Jetzt ist es gerade angekommen, es war relativ lange unterwegs, 3 Wochen. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Es sieht jetzt nur so zerfleddert aus, weil ich gerade versucht habe, meine Adresse abzureißen. Und dann ist mir die ganze Tüte gleich eingerissen. Also das ist nicht so angekommen. So, das ist das. Wie gesagt, richtige Bilder bestelle ich ja nicht mehr bei diesen Shops. Meistens eher so Accessoires. Wir fangen aber mal hier mit diesem Teil an. Mal gespannt drauf. Oh, es ist noch extra verpackt, das finde ich nicht schlecht. Das soll auf jeden Fall ein Türhänger sein. Ich hatte gedacht, jetzt kann mein Winterkranz mal weg und hat mir etwas Frischeres bestellt. Und jetzt muss ich nur gerade gucken, wie es aufkriegt. So, man hätte es auch andere Seite aufmachen können, habe ich jetzt gesehen. Zu spät. Das ist auf jeden Fall das gute Stück. Ich fand das sehr schön von den Farben her. Das ist sogar richtig schön in so Zipbeutel. Das finde ich gut. Das finde ich echt gut für so ein kleines Projekt, dass man nicht die Tüten aufreißen muss und dann hinterher alles irgendwo wieder verstauen muss. Schauen wir uns gleich aber nochmal an. Kette ist zum Glück dabei. Ich hatte nämlich vor kurzem mal ein anderes Schild bestellt, wo dann die Kette leider nicht dabei war. Und das ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Und wir schauen uns auch mal die Steine an. Bei mir ist das blöd. Wir haben uns ganz spontan zu Pfingsten entschieden, für 2 Tage wegzufahren. Was wir sonst eigentlich nie so machen. Und ausgerechnet jetzt kriege ich Halsschmerzen. Ne? Also es ist echt zum verrückt werden. Ganz viel diese Firma, diese Form. Oh Mann, oh Mann. Strass ist dabei. Ja, verschiedene Strassfarben. Wie viel sind denn hier von 3? Also ich sag mal 5 Spezialsteine und Rest Strass. Gefällt mir aber gut. Kann auch gut sein, dass ich das dann mitnehme, wenn wir 2 Tage weg sind. Aber eigentlich ist es nur ein ganzer Tag, weil freitags können wir erst gegen Abend los und sonntags muss man dann ja auch morgens schon fast wieder die Ferienwohnung verlassen. Aber mir gefällt es echt gut. Was sagt ihr dazu? Ja, das ist das eine. Wir schauen uns nochmal in die Kette an. Sieht aber sehr stabil aus. Doch, die ist echt schön. Mal schauen. Meistens kriege ich sie auf Anhieb nicht hin, herauszufinden, wie es muss. Aber wir schauen einfach mal. Die ist sehr stabil. Das gefällt mir. Also es hat auch eine gute Qualität, finde ich. Also es könnte glatt von Tini sein. Ja, das ist doch toll. Seht ihr es? So. So kann man es dann schön aufhängen. Ja, gefällt mir gut, muss ich sagen. Was habe ich denn bezahlt? Kann ich gerne mal eben nachgucken.
Das hat gekostet 8,99 Dollar, 8,99 Dollar. Dann gab es diesen Stift gratis dazu. Das war irgendwie so, weil wenn man drei Teile kauft, bekommt man das günstigste gratis. Da habe ich mir diesen mitbestellt für AB-Steine etc. Sogar in einer schönen Verpackung. Wie gesagt, der war gratis, der hätte sonst aber auch nur 1,99 gekostet. Der wird auch als Maniküre-Stift bezeichnet. So, das ist das. Dann wollte ich diesen hier mal testen. Da sagen ja viele, dass man den gut in der Hand haben kann. Der hat auch 1,99 gekostet. Ich hatte den einfach grün bestellt und die haben mir dann aber gleich geschrieben, dass der leider nicht mehr verfügbar ist, nur noch in Gelb. Ich kann mal überlegen, wie muss das überhaupt? Ah, so ist die Spitze. Wie muss das so? Wahrscheinlich, ne? Ja, ich werde es auf jeden Fall testen. Das ist auf jeden Fall, wie heißt der? Pen Gems Javels Picker. Tools Point Drill Pen Art Dotting Pen. Ja, noch länger geht's auch nicht, ne? Ja, der ist auf jeden Fall 1,99 gewesen. Und jetzt habe ich noch diesen Stift, den ich meinte, der auch mega günstig war. Weil ich fand die Farbe irgendwie so toll. Und ich wollte es mir einfach mal genauer angucken. Der ist. Aber bei dem muss man sich anscheinend überlegen, ob man. Oder? Hä? Wartet mal. Gerade ein bisschen. Gerade ein bisschen zu kompliziert. Hier sind auf jeden Fall Aufsätze. Ich muss mal hingucken, wie das muss. So, das wäre er dann als Einfachsetzer. Eigentlich könnte man. Das ist echt komisch. Nee, das passt. Nee, weiß ich auch nicht, warum die da überhaupt einen Schraubverschluss gemacht haben. Macht eigentlich nicht allzu viel Sinn. Also man kann da nur einen Aufsetzer drauf machen. Zeitgleich. Aber ich fand den ganz schön. Den werde ich auf jeden Fall testen. Weiß auch nicht, warum der so viel zum Drehen ist, obwohl man nur einen Aufsetzer drauf machen kann. Aber ja. Da hat die Optik auf jeden Fall gesiegt. Und man könnte ihn eigentlich auch gut, wenn man jetzt nicht dauerhaft mit ihm painten möchte, könnte man ihn auch gut als Korrekturschieber einsetzen. Ich versuche das mal gerade. Jetzt kriege ich die gar nicht wieder raus. Zusammenschraubt. Also etwas umständlich der Stift. Aber dann könnte man ihn halt auch als Korrekturschieber. Hier ist gerade eine blöde Fliege. Korrekturschieber benutzen. Ja. Die Aufsätze kann man ja auch für andere Stifte nutzen oder halt austauschen zwischendurch. Aber ich finde, für 1,99 kann man da echt nichts sagen. Also wie gesagt, oh, Entschuldigung, ich wollte euch hier nicht schwindelig machen. Aber hier bin ich immer noch so. Ah. Ich weiß nur nicht, wozu das gut ist. Also man kann den so, wenn man nicht mehr painten will, anscheinend einfach schließen. Dafür soll es wahrscheinlich gedacht sein.
Ich werde es auf jeden Fall testen. Wie gesagt, die beiden haben 1,99 gekostet. Der andere Stift hätte auch 1,99 gekostet. Und der schöne Türaufhänger 8,99. Und ja, das Dollar muss ich dazu sagen. Das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Versuche euch die Sachen auch zu verlinken. Und dann hoffe ich, dass euch dieses kleine Unpacking gefallen hat. Ich werde jetzt gleich im Anschluss noch eine Review drehen zu einem ganz, ganz tollen Bild. Ein kleines Bild, aber es hat mich absolut überzeugt. Und ja, schaut da auch gerne rein. Und dann hoffe ich einfach, sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!